Es fing eigentlich alles ganz nett an mit dem Candie. Obwohl er die ersten Erfahrungen im Business als Eau de Cologne durchaus als schmerzliche Empfindung in seinem zarten Herzen behalten hat, schaffte er es immer wieder, seine extremitär absurde Musik smooth und funky wie eine gute Flasche Wein in den Ballsaal zu werfen. Doch wie eingangs erwähnt, war auch Candies Leben nicht immer nur von Jetset und Luxus pur begleitet. Natürlich gab es hin und wieder Streit mit Kollegen. Doch Candie schafft es auch in schwierigen Situationen im Affekt immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen und hat sein Ego mittlerweile in Berlin richtig schön ausgebreitet. Böse Zungen bezeichnen ihn auch schon als eine Art Mogul. Wenn man meint, Candie sei unsympathisch, wird es durch Hank durchaus bestätigt. Doch erst auf der Bühne entfaltet er seinen Mantel der Arroganz ganz. Salonmusik für Vampire. Laidback Terror. Ein fieberhafter Querschuss durch das Geröll vergangener Epochen. Ein Quallentango der Zukunft. Live repräsentiert er eine swingende Ausgeburt eines Entertainers in Metropolis. Seine eigene Mischung aus Hip-Hop, Swing, Polka und leider auch Punk. Also, Herr Hank, Sie sagen, Sie sind in einem Vergnügungspark aufgewachsen. Stimmt das so? Ja, genau, das stimmt. In einem Vergnügungspark in der Nähe von der belgischen Grenze. Wir waren gleich neben der Geisterbahn und der Zuckerwattestadt. Es gab auch eine Westlandstadt und Bayer-Chemie gleich um die Ecke. Meine Mutter ist Handleserin, verstehen Sie? Handleserin. Ich begleite Ihre Show seit meiner frühen Kindheit. So. Begleiten, also Sie meinen, Sie haben Ihre Mutter musikalisch im Hintergrund begleitet, ja? Ja, mit Synths und selbstgebastelten Oszillatoren. Später kam der Commodore 64 und auch der Amiga dazu. Sie mochte diese düsteren Flächen. Und so ein bisschen Remy Demi. Sie setzte mich an die Maschinen und ich spielte irgendwas. Ah ja, und dann der Gabba, ja? Der Gabba. Nee, der Gabba kam erst später. Erstmal kam La Cucaracha. Und ich spielte meine Musik in den umliegenden Dörfern, auf Taufen, auf Beerdigungen, Hochzeiten. Ich hatte auch Coverversionen von bekannten Hits dabei. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Reaktion. Da waren Frauen und sie tanzten. Trotzdem, ich hatte natürlich auch andere Sachen im Repertoire. Thank you.
Und Ihr Tourleben, wie war das so, Herr Hank? Sie sind jetzt seit 15 Jahren auf Tour. Sie denken, das geht auch spurenlos an Ihrer Psyche vorbei. Ja? Dieser Beat, ich musste einfach weg. Ich habe noch einen letzten Track mit meinem Neffen aufgenommen. Ich erinnere mich noch, es war Weihnachten. Vorne gab es Lebkuchen, bei mir hinten gab es Gabba. Dann bin ich los zu singen und dann weg. Moskau, Japan, Australien. Trotzdem hat es mich überall hin verfolgt. Und dann die Bank. Welche Bank? Die Booty Bank. Rob the bank. Who's back? Rob the bank. Who's back, Mr. Hank? Rob the bank. I know it's bank. Rob the bank. You talked about the booty bank. Rob the bank. Who's back? Gonna rob that booty bank. Rob the bank. Who's back? Im eigentlichen Sinne ist es eine sehr, 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 sehr tiefe Verschachtelung ihres Selbst. Es sind Hieroglyphen der Hysterie. Waffen der Phobie. Ich würde sagen, Labyrinthe der Zwangsneurose, könnte es fast so nennen. Ein Schwund der Selbstdisziplin, Zauber der Potenz, das Rätsel der Hemmung und Orakel der Angst, vielleicht auch. Also, tun Sie mir den Gefallen, kommen Sie auf jeden Fall nochmal wieder. Wir sehen uns dann nächste Woche.